Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind hier wieder unterwegs in Richtung Mintal. Und ich will es jetzt endlich mal gegen den Eisdrachen versuchen, was ich jetzt sehr lange aufgeschoben habe, weil ich gedacht habe, uns fehlt einiges an Stärke, die wir jetzt haben. 160 Stärke haben wir. Einen Lernpunkt haben wir noch. Lebensenergie bei 821. Das heißt, wir können das schaffen. Wir können den Eisdrachen eventuell schon besiegen. Ich will jetzt mal hier oben rumgehen, weil ich denke, hier oben rum haben wir noch nicht alles an Gegnern besiegt. Die Drachenschneide können wir jetzt tragen. Zur Not den Sturmbringer. Den haben wir ja noch hier. Kann ich den auf die... Hoppala. Ja, lass ich mal so. Erstmal. Hier ist doch Sturmbringer, ja? Sturmbringer. Hier ist nichts neu gekommen, oder? Sieht nicht danach aus. Okay. Ich hoffe, wir sind jetzt aber wirklich stark genug gegen den Eisdrachen. Und alles andere dann auf die Armbrust. Alles, was wir jetzt verdienen, pumpen wir in die Armbrust rein. Beziehungsweise wir brauchen eventuell noch einen Lehrer, der Zweihand noch ein bisschen besser trainiert und stärker macht. Und dann müssen wir noch das mit der Diebesgilde noch zu Ende machen. Ist ja auch noch so ein Punkt. Komm, Biff brauchen wir nicht. Hieß doch Biff, oder? Biff war sein Name. Ja, Biff. Den brauchen wir nicht. Wir sind jetzt stark genug gegen den Eisdrachen. Ich gehe von aus, dass wir stark genug sind. Und sonst dürfte ich hier... Ah ja, stimmt, Urshak wollten wir noch besuchen. Nach dem Eisdrachen besuchen wir Urshak. So, hier dürfte aber echt nichts mehr da sein. Vor allem der eine Drache müsste jetzt, glaube ich, auch 5000 Punkte geben. 5000 Erfahrungspunkte, glaube ich, war das so. Hatten die so gegeben? Und ich gehe von aus, dass hier jetzt nichts und niemand sein dürfte. Vor allem, wir haben zum zweiten. Hier ist noch eine Weidenbeere. Und noch ein Bolzen. Ich habe doch gerade den Bolzen gesehen. Einen Moment, ich will mir eben die Dose noch mal aufmachen. Sorry für das Geräusch, aber ich habe Durst. Und wollte mir einen Schluck gönnen. Ich finde schön, dass hier der eine Paladin, Ritter noch liegt. Nicht Paladin, Ritter. Und dass der einfach nicht despawnt. Ich glaube, der despawnt nicht, weil der noch eigentlich questrelevant gewesen wäre.
Das ist meine Theorie. So, das heißt dann jetzt, den Schatz von dem Drachen hatten wir ja schon gelootet, glaube ich, oder? Ich glaube, den hatten wir schon gelootet. Den kann ich nicht einsammeln. So, was sagt denn die Uhr? 10.23 Uhr. Ja, vormittags einen Drachen besiegen. Und danach schön Mittagessen gehen. Klingt doch lohnenswert, oder? So, Leben müsste auch voll sein. Haben wir hier einfach mal alles leergeräumt hier. Jacken da ist wieder leer. Hier, das Mintal ist wieder leer, abgesehen halt von den Drachen und Urshak und den Rittern. Corinus ist von Gegnern befreit. Mehr dürfte hier jetzt eigentlich echt nicht sein, ne? So, den rüsten wir jetzt auf und das Auge Innos. So, jetzt sind wir wieder bei 150 Stärke. Und hier speichern. Dann erledigen wir den jetzt. Da ist er. Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Finkrek, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Okay, welchem Gott dient ihr? Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Wie kann ich euren Meister bezwingen? Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Du brauchst eine Waffe,
die nur für dich angefertigt wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Okay. Ah, nein. Okay, das war aber jetzt neue Info. Wer kann mich trotzdem so umstoßen? Ich glaube, ich hol mir Biff nochmal zurück. Hierhin. Ich glaube, ich hol mir Biff als Hilfe. Ich hol mir Biff zur Hilfe. Aber ich brauche das Auge Innos nicht zu tragen. Das heißt, also, wenn er mich trotzdem so umschmeißen kann. So. Genau, warte mal, ich brauche noch den einen Zauber. Passimintal. So, weg damit. Holen wir uns Biff. Mit seiner Hilfe könnten wir das doch schon schaffen. Allein wird er doch ein bisschen schwierig gegen den. So, Biff. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Kennen wir schon alles? Du kriegst die Hälfte der Beute? Du bekommst die Hälfte der Beute. Das hört sich gut und nach. Aber. Ja, nice. Okay, mit ihm. Schneid ja hier immer noch. Ich glaube, wir behalten Biff erstmal. Biff scheint doch sehr nützlich zu sein, aber das waren jetzt ein paar sehr interessante Infos, die ich vorher noch nicht bekommen hatte, als ich das erstmal mit ihm geredet hatte. Warte mal, wie viel Leben hat Biff? Voll. So, das heißt dann eigentlich einen, wenn wir den besiegt haben, fehlt nur noch ein Drache irgendwo. Kommt der hinterher? Ja. Den einen Drache, der noch gefunden werden muss. Hoppala. Biff? 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 Ach nein. Ah doch, ich dachte schon. Wie viel Leben hat er noch? Voll. Ja, ich werde gleich auch noch einmal kurz vorher mein Leben voll machen.
Aber erst, wenn wir da sind. Aber ich finde es komisch, dass wir trotzdem irgendwie wegfliegen. Schafft es über die Brücke? Ja. Okay, gut. Der schafft es über die Brücke. Und wir laufen gegen Baum. Biff. Ich wollte schon sagen. Fünf Gefolgsleute, die uns aber bis in den Tod folgen. Das wird noch interessant. Hier weiß ich auf jeden Fall. Das ist dann also hier Lester, Diego, Milton und Gorn. Das sind ja unsere Freunde. Also die Bastfurt. Wäre dann der fünfte vielleicht Lee? Würde er noch dazu zählen, aber der hat ja seine eigenen Ziele. Der, der will sich schon an König Roba rächen. Okay, Biff kommt. Und er hat's geschafft. So, dann muss ich jetzt hier noch einmal meine Gesundheit voll machen, bevor wir da reingehen. Und noch einmal speichern. So, Gesundheitstränke haben wir hier. Eins. Dann machen wir noch ein paar von denen. Und noch ein paar von denen. Machen wir einmal richtig voll. Und speichern. Biff ist da. Dann reden wir nochmal mit dem Drachen. So. Kennen wir alle schon? Okay, bitte. Ja, so muss man's den Biestern geben. Okay, nice. Nochmal einen Drachenschuppen und Herz eines Eisdrachen. Haben wir geschafft. Gibt's hier noch mehr eigentlich zu looten, was ich vergessen haben könnte hier? So, Biff. Brauchst du Heilung? Brauchst du Heilung? Klar, schaden kann's nicht. Den kleinsten Heiltrank, komm hier. Okay, den haben wir. Den haben wir geschafft. So, Drachenjäger, nee. Drachenjagd. Warte mal, So, Reton, der Drachenjäger, fahrt zu irgendwas von einem Drachen aus Eis. Den haben wir gefunden. Garten ist sicherlich daran interessiert, wie es um die Drachen steht. Obwohl er auf mich eher den Eindruck macht, als wäre es ihm völlig egal. Garten, strategischer Offizier Oryk, hat vielleicht einige nützliche Informationen für mich. Ich bekam von Oryk den Hinweis, dass sich westlich der Burg ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet hat. In den letzten Tagen. Seiner Meinung nach sehr verdächtig. Die Drachen sind nicht ihr eigener Herr, sie dienen einem Meister, über den sie sich nur sehr vage äußern. Der Meister wird kommen, die Welt zu vernichten und so weiter. Das Übliche eben. Die Speer der Paladine haben Oryk berichtet, dass die Felsenfestung im Süden hinter dem Vulkan schwer bewacht sei. Oryk vermutet dort einen Drachen. Also ein Drache ist noch da.
Hinterm Vulkan ist eine Festung. Auf dem Vulkan haben wir einen. Also das, was zu einem Vulkan wurde, was vorher kein Vulkan war. Also ich gehe von aus, dass es vorher kein Vulkan war. Kommt er hoch? Ja, er kommt hoch. So. Wie viele... Also es gibt nur noch einen. Wir haben den Sumpfdrachen, den Feuerdrachen, den Eisdrachen. Was für ein Drache fehlt uns noch? Ein Wasserdrache? Wo kommen die denn her? Wo kamen die denn her? Die müsste doch. Da ist noch ein Echsenschwert. Haben sich da noch mehr gebildet? Oder waren die jetzt nur hier? Ich glaube, die waren jetzt nur hier. So, ich guck nochmal. Am sinnvollsten wäre es, wenn wir jetzt hier erstmal in Richtung Burg gehen. Hier über diese Brücke. Ich hoffe, Biff schafft das. Nein. Bitte werd jetzt nicht wie Gorn. Bitte sei jetzt nicht wie Gorn mit dem Baumsturm. Ja, okay, er schafft's. Okay, nur Gorn ist manchmal dumm. Warte mal, hier waren doch Dings, Cypher und Rot, oder nicht? Ja, da sind sie noch. Kann ich die mitnehmen? Der Sumpfdrache ist tot. Der Sumpfdrache ist tot. Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin könntest du jetzt als Held nach Korinnis zurückkehren. Ich vermute, daraus lässt sich Kapital schlagen. Denk mal darüber nach. Okay, nichts Neues. Der sagt nichts Neues. Biff? Ja, okay, er schafft's. Der hat aber ein bisschen länger gebraucht. Okay, der folgt auch nur eigentlich mir anstatt dem Weg. Wir hätten Biff viel eher mal nutzen sollen, oder?
Hat er dadurch irgendwie Leben verloren gehabt? Nein. Durch die Echsenmenschen. Okay, die Echsenmenschen gingen aber auch auf mich los und nicht auf ihn. Der ist ja richtig nützlich eigentlich. Ah, warte mal, wir müssen ja eh erstmal da hoch, da rein. Und das Auge Innos wieder aufladen. So oder so müssen wir den wieder aufladen. Wegen dem letzten Drachen. Dürfen wir ja auch nicht vergessen. So, da. Da ist der Weg hoch. Ziemlich brenzliche Gegend hier. Geh du vor, ich halte mich im Hintergrund. Okay, der haut ab. Der möchte hier mit denen nichts zu tun haben. Uda? Hey. Hat ich mit dem schon. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich will von dir lernen. Ich will von dir lernen. Okay, schieß los. Der kann auch nochmal Armbrust beibringen. Okay. Wir haben aber nicht genug Lernpunkte. Schade. Hey, du. Was ist in der Burg alles passiert? Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir... Ja, auch nichts Neues. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ich hab da mein Ei. So, dann füllen wir das Ding einmal auf. So, hier alchemietisch. Das Auge Innos wieder aufladen. Haben wir gemacht. Und wir holen gleich nochmal Biff ab, nachdem wir einmal gepennt haben, also Leben wieder voll gemacht haben. Hier war doch auch irgendwo ein Bett, oder? War hier ein Bett? Wieso glaube ich, hier war immer ein Bett? Ich weiß es nicht. Aber ja, gut, dann sind wir da. Kann ich ihm irgendwie nochmal Bescheid sagen? Nein. Wegen dem Drang kann ich ihm nichts Neues sagen. Garon will ich gleich auch mal ausprobieren. So. Einmal noch schlafen. Der wievielte Tag ist es? Der 206. Tag. 206 Tage haben wir schon hier verbracht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. So, Garond. Ich will dir. Okay, das mit dem Rauch, das ist ein bisschen heftig. Aus dem Weg. Ich sehe es nicht gerne, wenn es Schlägereien zwischen meinen Männern gibt. Also wirst du deine Strafe dafür zahlen. Wie viel? 50 Goldstücke. Ja, gut. Ich will die Strafe zahlen. Gut, dann werde ich die Jungs wieder beruhigen. Aber mach so einen Scheiß nie wieder. Wegen der Drachen. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Okay, einen Drachen muss ich noch finden. Oryk. Wo ist denn Percival? Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alle Drachen erwischt habe. Vielleicht habe ich noch etwas übersehen. Irgendwelche Neuigkeiten? Irgendwelche Neuigkeiten? Oshpaks Tod scheint die Orks verunsichert zu haben. Okay. Dann nichts Neues. So, aber wenn Biff jetzt eigentlich weg ist von uns, können wir Urshak nochmal besuchen gehen. Und schauen. Ich kann es nicht glauben.
wie es ihm geht, was er da macht. So, was mit Kirillov? Hey! Entspann dich wieder. Entspann dich wieder. Du hast ja deinen Geldbeutel wieder. Reiz mich nicht, Bursche. Zieh Leine! Ich find's lustig mit ihm. So, aber ich würde sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Wir suchen nochmal Urshaf, holen nochmal Biff ab und dann suchen wir den vierten Drachen. Vielleicht letzten Drachen, ich weiß es noch nicht. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin euer Max Deus und ciao.